Verschneite Plätze, klirrende Kälte, Hamburg, ein Wintermärchen. Und die Geschichte vom Club Kosova, Tabellenführer der Bezirksliga Süd. 5 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Erfolgstrainer Thorsten Bayer führt sein Team geradewegs Richtung Landesliga. Und die Kälte der Vorbereitung spielt ihm in die Karten. Jetzt habe ich den Eindruck, die Jungs kommen gerne, weil sie sich bewegen wollen. Und wir haben auch mal etwas Sportartfremdes gemacht, wie Spinning beispielsweise. Das ist gut angekommen und versuchen das ein bisschen zu variieren, also auch im Training und abwechslungsreich zu gestalten. Thorsten Bayer, ein deutscher Trainer. Die Spieler Kosovaren, Albaner, Mazedonier. Sehen andere im balkanischen Temperament vielleicht einen Risikofaktor, nutzt es der Trainer zu seinem Vorteil. Bändigt südländisches Feuer mit deutscher Disziplin. Das Ergebnis? Wir sind wirklich alle mit Herz und Seele dabei. Wir sind ein stolzes Team hier. Jeder kämpft für jeden. Ich glaube, es gibt keine einzelne Person bei uns und keine Gruppierungen. Wir sind als Gemeinschaft gut. Ein intaktes Mannschaftsgefüge und sportlicher Erfolg. Verdienste, die sich der Trainer ans Revers heften darf. Er lässt sich siezen, wahrt die Distanz zu seinen Spielern und genießt dennoch den Respekt der ganzen Mannschaft. Ein sehr genauer Trainer, würde ich sagen. Also achtet sehr penibel auf Umsetzung von dem, was er macht und ist mit extrem viel Herz bei der Sache, mit extrem viel Engagement, ist hier immer schon lange vor Trainingsbeginn da, vor Spielbeginn da. Er hat sehr, sehr viel über für diesen Sport und auch sehr, sehr viel Ahnung. Man merkt ihm einfach in allem, was er sagt, an, dass da wirklich viel Fußballwissen hintersteckt. Vollgas Kosova. Doch so gut die Lage in dieser Saison scheint, Vorsicht ist geboten. Schon im letzten Jahr spielte der Club eine gute Hinrunde, Platz 2 zur Halbzeit. Dann der Absturz. Nix war's mit dem Aufstieg. Wir müssen uns jetzt konzentrieren und genau so weitermachen. Und dann wollen wir diese Position bestätigen. Und natürlich gibt es in der Mannschaft die Bestrebung, dann auch ganz oben mitzuspielen und am Ende dann auch aufzusteigen. Also wir wollen schon gerne in die Landesliga. Wir müssen natürlich uns jetzt erstmal von Spiel zu Spiel weiter bestätigen und weiter die Leistung abrufen, die wir in der Hinrunde gebracht haben. Das Team weiß also um die Gefahr eines Einbruchs und bleibt voll konzentriert. 4 Siege in 4 Testspielen. Dazu 4 Neuzugänge, die die Mannschaft für die Rückrunde verstärken sollen. Der Club Kosova ist also auf dem besten Weg, aus dem Winter auch ein Sommermärchen zu machen.